before the thunder. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich hoffe, dass das Spiel nicht zu laut ist. Wir sind zurück in City Skylines für einen wunderschönen Samstagabend. Mittwochabend-Stream. Und ja, wir gucken jetzt mal, dass wir ein bisschen was vorbekommen. Wie soll ich sagen? Ich hatte gerade eben das hier, wo ich das Mikro gewechselt habe. Das sind hier die beiden Ansteckmikros, die ich habe. Die sollen auch nicht so eine gute Qualität haben, aber wenn man mal irgendwas ausschließlich streamt, dann mit zwei Leuten, dann benutze ich die und das muss ich noch ausprobieren. Das können wir vielleicht am Ende des Streams mal ausprobieren. Ich möchte jetzt erstmal was spielen. Oh, gerade ist voll fit die Sonne untergegangen. Voll nice. Richtig schön und so. Ist echt schön geworden bis jetzt. So, wir müssen gucken, dass wir den Bahnhof hinbekommen, dass wir einen vernünftigen Autobahnanschluss auch hier oben bekommen. Die Stadt muss größer werden. Oh, wir haben viel zu tun. Viel zu tun. Viel zu tun. Ja, Robert, neue Stadt. Wir haben komplett neu angefangen. Es ist Season 2. Ich bin mal gespannt. Achso, wenn ihr bei mir auf dem Steam-Profil drauf seid, unter abonnierte Objekte, könnt ihr die Monorail-Hubs von mir, die ich selber gebastelt habe, runterladen. Die hier. Dafür braucht ihr unbedingt Metro Overhaul Mod, steht aber auch dabei. Und ja. Wir haben zu tun. Wie sieht's denn aus? Wir können noch keine Bahnhöfe. Nein, können wir noch nicht. Was brauchen wir denn? 8500. Bauen Sie einen Bahnhof. 8500, ja gut, da sind wir noch weit von entfernt. Blöd, aber ist so. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir so ein bisschen was die Infrastruktur mal ans Laufen bekommen. Wie sieht das denn aus? Können wir Straßenbahnen bauen? Wir können schon Straßenbahnen bauen. Wir haben bis jetzt nur eine Buslinie. Ich würde sagen, wir fangen hier mal an, wenn es jetzt gleich wieder ein bisschen hell ist, die Residenz hier mal rauszubauen. Wie sieht es denn aus? Ja, Residenz wird gefragt. Die Industrie geht langsam wieder hoch, das ist gut. Schnauze. Ich muss mal gerade. This is a private message to Phil. Klammer auf, best auf Felix spielt. Halt die Fresse. Klammer zu. So. Und jetzt kommt erst die Nachricht. Nee, Scherz. So, also der Autobahnanschluss wird auf jeden Fall schon genutzt. Auch gar nicht so schlecht, wenn wir da mal drauf gucken. Ja gut, 60 ist jetzt erstmal relativ wenig. Aber es ist ja ein Anfang. Besser als, dass hier die ganze Straße verstopft. Nee, Webcam mache ich jetzt nicht an. Das ist wirklich sehr spontan alles. Deswegen, ich sehe hier aus wie ein gepflückter Bär oder sowas, wenn du es so sehen willst. Gut, wie sieht es denn mit den Vierteln aus? Das dachte ich mir, dass da noch nicht viel passiert ist. Jetzt speichert das Spiel erstmal. Mal gucken, ob das gut geht. Ich huste mal gerade. Jetzt speichert er. Sehr schön. Okay. So. Ja. Müssen wir es so machen. Ist jetzt erstmal so. So. Gott, ey. Okay. Hätten wir das. Ich würde gerne die Bahngleise hier verlegen, die sozusagen hier im Tunnel lassen und hier hinten bei der Dingens rauskommen lassen. Das wäre schön, aber das scheint nicht possible zu sein, weil ich die Bahnhöfe noch nicht bauen kann. Okay, dann müssen wir erstmal hier an der Straße bleiben. Dann ist das erstmal so. Was ist das denn? Small one-way road with bicycle lanes. Achso. Achso, Monorail-Gleise darf ich noch nicht bauen. So. Sehr gut. Dann fangen wir einfach mal an. Irgendwie fehlt da der Bass. Was ist denn los? Wo hast du die ganzen extra Straßen her? Die gibt es im Steam Workshop. Dafür ist der Workshop ja auch da.
So, pass auf, wir stechen jetzt einfach mal. Ja, mutig. Aber gibt's ja auch. Diese Straßen, die einfach so irgendwo... In Köln ist das, so in den Außerhalbgebieten ist das sehr oft, dass du einfach so eine Straße hast, du fährst, wenn du nicht aufpasst, bist du im Rhein. Bist du im Rhein, reingefahren. Okay, ich bin ruhig. sorry. Okay. Na, gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen was symmetrisch hinbekommen. Ich habe ja gesagt, dass ich sowas mehr machen möchte. Zwar nicht so auf die gesamte feine amerikanische Art. Gibt es eine feine amerikanische Art? Haben die Amerikaner überhaupt eine feine Art? Ich glaube nicht. Aber halt nicht mehr so extrem europäisch, sondern etwas straxer. Nee, wie sagt man das? Strack. Nee. Ist auch egal. So. Achso, es ist City Skylines. SimCity-Musik. Die gute. Die gute, gute, gute. So, fast 45 Grad. Alter, geht das hier ab. So, ein bisschen in den Hintergrund, bitte. So, sehr schön. Können wir schon hohe Häuser bauen? Nein, erst ab 6.000. Okay, dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier genug Leute reingequetscht bekommen. Dass wir anfangen können, Hochhäuser zu bauen. Dass das hier langsam mal ein bisschen was Schwung annimmt. Ja, komm. Ah, da geht's los. Was sagt denn die Stromversorgung? Ja, bis jetzt haben wir noch genug. Wir müssten mal gucken, dass wir langsam auf bessere Energien kommen. Was erzeugt ihr denn? 120 Megawatt, 40 Megawatt. Wir wollen ja green werden. Problem ist, dass das alles noch viel zu aufwendig ist. Ozeanisch-thermische Konversionsanlage. Boah, da kriegst du ja 5 Milliarden Punkte im Scrabble, wenn du das hinkriegst. Ey, da wird jeder Scrabble-Fan hat gerade einen feuchten Hintern bekommen. So. Wäre jetzt cool, wenn es mal ein bisschen abgeht. Ach stimmt, wir haben ja noch den Ultra-Modus. Wir können ja noch sehr schnell beschleunigen. Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wir sind nicht mehr auf... Ja, es ist Karneval in kölschen Gebieten. Da könnt ihr mich jetzt nicht vor aufhalten. Ich hab was vergessen. Scheiße. Jetzt geht's los. Hier spielt die Musik. So. Sehr gut. Hätten wir das auch schon erledigt. Karneval ist zu Ende. Nee, 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 nee. Ganz bestimmt nicht. So. Meinst du, wie hier feiern wird? Köln wird weiter gefeiert. Das ist denen doch scheißegal. Alter. Oh, wie sieht das eigentlich mit Feuerwehrservice und allem? Nicht gut. Gar nicht gut. Scheiße. Und ich kann mir echt nichts leisten. Eigentlich. Naja, es muss ja, ne? Was muss, das muss. Gesundheit ist noch so meh. Kategorie meh. Ja, das ist erstmal in Ordnung. Zieht mal alle ein bisschen schneller ein hier. Ah, ich baue mal 2, 3 Parks. Ich muss halt gucken, dass ich die jetzt hochgezüchtet bekomme, dass die hier anfangen. Dass wir hier die ganzen Leute reinkriegen irgendwie. Ah, es ist jetzt ganz, 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 ganz wichtig. Ist das etwa ein
Nein! Ein Kiss. Ist das nicht cool? Ein Kiss. Ja, die neuen Doppelstockwagen ohne Lok davor und dahinter. Warte, hier kommt er jetzt nochmal vorbei. Ich zeige ihn euch mal in etwas näher. Hat man gut gesehen, ne? Ich finde die Dinger cool. Starter. Ja, gibt's alles schöner als Mods. Passt auch, glaube ich, sau viele Leute rein. Bearbeite Fahrzeugtyp. 910 Leute. Zwar scheiße teuer, aber richtig geil. Werden wir alles noch brauchen. So, ist ein guter Motor, ne? Der läuft schön rund, ich weiß. Sorry. Während das hier mal anläuft, kümmern wir... Ne, machen wir später. Wir machen die Straßenbahn später. Dann, wenn ich wieder genug Geld habe. Twindex ist besser. Pff. Gut. Jetzt geht's los. Komm, es fehlen auch nur noch knapp 1000. Das kann doch nicht so schwer sein hier. Ich beschleunige mal ein bisschen, sonst kommen wir hier gar nicht vorwärts. Wie sieht's denn aus mit der Industrie? Die fackelt gerade ab. Ja, ist ja kein Problem, ne? auch toll. Ja, was macht denn meine Industrie? Ach, die brennt. Ja, dann. Muss so. So. More Industry. Ach stimmt, ich wollte die hier auch eigentlich wegbringen, ne? Dass die nicht mehr hier drin ist. Aber naja. Dann ist das halt einfach so. Zack, fertig. Hat man das gehört? Das war mein rechtes Fußgelenk. Ja, okay, es ziehen jetzt nicht so wirklich viele ein. Ich muss mal irgendwie hier richtig ranzüchten. Wie gesagt, ich brauche die Leute, damit wir hier die Infrastruktur komplett umbauen können. Der Zug fährt ganz woanders lang nachher. Der soll ja hier, der Bahnhof soll ja hier irgendwie ins Stadtzentrum integriert werden. So. Stimmt, ich habe auch noch nicht auf das letzte Best-of reagiert. Das muss ich auch noch machen. So viel zu tun noch und dann noch das Geheimprojekt, was am Samstag endlich fertig ist. No! So. Baut mehr. Kann ich hier. Egal. Felix, was wolltest du machen? Egal. So, haben wir denn alles soweit? Also Strom haben wir, Wasser haben wir erstmal. Wir haben viel zu wenig Müllabfuhr. Wir sind jetzt alles weggefahren, das ist kein Problem. Das ist erstmal in Ordnung. Was sagt das Bestattungswesen? Uiuiuiui. Null Begrabene. Was? Das lässt sich ändern. sorry. So. Nein, ich will meine Leute nicht umbringen. Nein, 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 keine Sorge. So, lernen lassen wir erstmal ein bisschen was niedriger, ne? Damit das hier erstmal schön ruhig bleibt. Damit wir genug Arbeiter haben. Und dann gucken wir mal. So, jetzt brauchen wir. Wir brauchen 6000 irgendwas Leute, damit wir hier endlich Hochhäuser bauen können. Habe ich den Auto-Dingens? Ja. Sehr gut. Ja, na, wird schon abgerissen automatisch. Das ist immer sehr, sehr praktisch.
Bis jetzt, oh Gott, hier ist schon Verkehrschaos. Warum? Weil hier eine kleine Straße ist. Das lässt sich aber relativ simpel lösen, indem wir einfach das hier anmachen. So, das war in der alten Stadt viel zu oft, dass ich damit rumgefummelt habe, dass ich jetzt nicht wüsste, wie das geht. Obwohl hier schon der gesamte Verkehr zusammenbricht. Wir müssen hier dann irgendwann auch Hauptstraße... Ich kann sein, dass ich das hier irgendwann komplett rausreiße und sage, fuck it. So. Hier oben geht's noch. Bis 50.000 geht der Verkehr immer. Deswegen erstmal keine zu großen Sorgen drum machen. Alter, jetzt zieht gar keiner mehr ein. Nicht gut. Okay, das heißt, wir müssen hier die Bombe zünden. Und alles zum Bauen freigeben. Nein, ich hätte gerne gerade Straßen. Wie hier gebaut wird. Na gut. Dann bleibt mir ja scheinbar nichts anderes übrig, als erstmal weiter auszubauen. Ich weiß zwar jetzt gerade nicht mehr wohin. Meint ihr, ich habe was vergessen? Nee, ne? Nee, auf keinen Fall. Ich doch nicht. Ups. Ja, die sind immer noch am Einstellen, aber es kommen ja neue Leute nach. Gut, so ÖPNV würde ich jetzt auch gerne machen. Ich will hier eine Straßenbahn reinziehen, auf jeden Fall. Es wird aber teuer. Na gut, ist ja auch egal. Dann machen wir das jetzt. Wir haben 81.000 Euro, wir sind die Stadt Kiel und wir bauen das jetzt so. War Kiel das nicht, die das gemacht haben? So, wir machen das jetzt so, Punkt. Und dann wurde das so gemacht? Nee, okay, ich weiß es nicht mehr. So, jetzt brauchen wir noch einen schönen Platz dafür. Das wird zwar ein logistischer Krampf. Vielleicht, es macht gar keinen Sinn. Die Linie fährt ja nach hier raus. Ich muss auch die neuen Straßenbahngleise nehmen, ne? Ja, Elite-Tram-Tracks. Straßenbahngleise können Zuggleise nicht kreuzen. Das ist schon mal richtig uncool. Ich sehe auch gerade irgendwie nichts. Nee, das wird nicht passen. Wo baue ich denn das scheiß Straßenbahndepot hin? Hier ist kein, macht keinen Sinn, weil hier immer noch die Bahnlinie ist. Hier irgendwie dran tricksen. Aber das ist, wie man hier sieht, ist es auch Gefälle. Und das ist einfach nur Kacke. Ja gut, dann... Nee, ich will das da oben nicht hinsetzen. Dann bin ich wieder... Schlimm. Wie kann ich denn... Lass das Spiel erstmal weiterlaufen. Kannst du mal hier Tag machen? Ich sehe hier überhaupt nichts. Übrigens, ich habe nur ein paar Mods aktiviert, ne? Tag-Nacht-Zyklus. Dankeschön. So. Machen wir mal die Glubscher auf und dann sehen wir, dass es hier wahrscheinlich hinpassen würde, was man vorher ja nicht sehen konnte. Wenn wir das mal so machen... Oh Gott, die sehen tausendmal besser aus. Mal. Da. Oh ja, hier passt es hin. Da ungefähr hätte ich es gern.